In dieser Straße wohnte ich die letzten 4 Jahre. Hier wohnen nur teils der oberen Schicht, Lehrer, Polizisten, Angestellte im Krankenhaus und einer arbeitet sogar bei der thailändischen Telefongesellschaft. Trotzdem, ich hier relativ zufrieden war, das Haus in Ordnung, lediglich 3.500 Baht Miete im Monat, entschied ich mich dafür, aus Langrung wegzugehen. Meinen Mietvertrag kündigte ich bereits Anfang April und meine Möbel begann ich im Dezember zu verkaufen. Jetzt sieht es natürlich hier ziemlich chaotisch aus. Heute werden die Möbel abgeholt. Steht alles draußen rum. Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Mein kleines Moped ist bereits weg und wurde auf den Namen des Besitzers eingetragen. Sogar meinen Räucherofen nahm jemand. Leid tut es mir um meinen Garten. Ich hatte leider seit Monaten keine Zeit mehr, mich darum zu kümmern und er ist schon leicht verwildert. Meine kleine 250er werde ich natürlich beibehalten, mein liebstes Stück, und damit durch Thailand reisen. Chaos pur. Auf dem Tisch hatte ich zum Schluss meinen Laptop stehen. Da kam keine Freude auf, wenn man da in gebückter Haltung dran sitzt. Der Schreibtisch wurde schon vor einigen Monaten verkauft. Chaos. Hier war einmal mein Gästezimmer. Und alles, was ich jetzt noch besitze, findet Platz in den beiden Seitenkoffern und in dem Topcase. Das war mal das Wohnzimmer. Im Schlafzimmer auch nichts mehr. Kleiderschrank, schon lange verkauft. Schaut euch an, da ist mein Kleiderschrank, mein neuer. Und dieser Karton. Heute wird das Bett noch abgeholt. Ja, das war's dann. Das Zimmer wurde von mir als Abstellkammer benutzt. Matratze und Kleiderschrank lasse ich hier. Die konnte ich leider nicht mehr verkaufen, aber spielt auch keine große Rolle. Hier hatte ich mein Esszimmer. Oder Essecke, besser gesagt. Hier gab es mal eine komplett eingerichtete Küche. Alles weg, konnte mir zum Schluss nicht mal mehr ein Ei in die Pfanne hauen. Dusche, WC. Den Warmwasserboiler verkaufte ich auch. Und hier im hinteren Bereich stand die Waschmaschine. Zum Glück konnte ich heute Morgen nochmal die letzte Wäsche reinschmeißen, wie ihr sehen könnt. Ja, da Mai und ihr Mann kamen und sie sind an den Gartenstühlen, dem Tisch und dem Wasserbehälter interessiert. Das geht schon mal weg und dann beginnt das große Warten auf die Tochter meiner Ex. See you in the evening, Mai. See you in the evening, bye. Ja, die nächste Kolonne ruckt an. Und ja. So langsam wandert alles raus. Die machen wir hier ein riesen Brimborium. Plack. Ein riesen Brimborium da draus. Ja,
Jetzt kommt das Problem mit dem Räucherofen. Ja, Neustopp. โซฟาปัดลมถ่ายรูปไว้เหรอยาทำรูปใส่มาไปด้วยฉันจะไม่เอาสตูลออกเวกเนมดูตัวสตูดอันนี้ไปด้วยทุกอย่างครับหมดเป็นอะไรกันครับอันนี้ไม่ใบเล็กฮะไม่ใบน้อยบกเป่งฮะน้อยบกเป่งอะไรนะน้อยบกแมวอันนี้เหรออืมอันนี้ใช่อันนี้ด้วยเหรออันนี้ไปด้วยอันนี้ไม่ไปไม่มีอะไรอีกไม่มีอะไรอีกอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยน้อยชมอันนี้ไม่ไปอันนี้ไปอันนี้ไม่ไปนี่โอ้ยWhat you am I by? Hey, look there. I'm going to go to the top. Yeah, look top. Look at that. Corn, mark.Keine Ahnung, wie die Jungs das alles mitkriegen wollen, aber soll nicht mein Problem sein. Ja, irgendwie haben die doch alles auf den Pickup bekommen. Sogar der Räucherofen ist auf dem.Pickup hier landet und ich werde mich jetzt mal amüsieren und die Bude putzen. Abschied nehme ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Haus war voll in Ordnung, gerade für den Mietpreis von 3.500 Baht. Die Nebenkosten beliefen sich auf ca. 2.000 bis 2.500 Baht inklusive Internet. Seit 2 Jahren wohne ich alleine und das Haus war einfach zu groß. Was mache ich mit 3 Schlafzimmern, einem großen WohnbereichUnd dem Küchenbereich, außer Putzen. Naja, auf jeden Fall, Langrong ist in Ordnung. Sonst hätte ich keine 12 Jahre hier gewohnt. Aber es bietet auch wenig Abwechslung und ich wurde immer unzufrieden. Und Langeweile kam auf. Und bevor ich jetzt in Depressionen verfiel, traf ich die Entscheidung, aus Langrong wegzugehen und zumindest für eine Zeit lang durch Thailand zu reisen. Ob es die richtige Entscheidung war, muss ich erst rausstellen. Aber warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ich möchte auch nochmal neue Menschen kennenlernen, neue Gegenden erkunden und auch Videos von unterwegs aufnehmen. Die letzten 2 oder 3 Tage werde ich mich noch in einem Resort einmieten, das einem Bekannten gehört.Um die restlichen Sachen zu klären. Morgen soll Schlüsselübergabe sein. Ich muss das Haus auch noch ein wenig putzen und muss mein Internet abmelden. Ich hoffe, dass ich das alles geregelt bekomme in 2 Tagen oder auch 3 Tagen und dann endlich auf Strecke sein kann. Mein erstes Ziel wird Khon Ken sein.